Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf Firmler TV. Heute Nacht ist der erste offizielle Trailer zu Thor Love and Thunder erschienen. Was wir vorher bekommen haben, ist halt ein Teaser. Aber jetzt ist der offizielle Trailer da und wie ich den Trailer fand, sage ich euch gleich. Aber erstmal lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt. Und schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie ihr den Trailer so fandet. Somit würde ich sagen, legen wir los mit der Trailer-Analyse. So, Thor: Love and Thunder ist ein Marvel-Film, auf den ich mich irgendwie freue, weil ich finde, das Style von Taika Waititi in seinen Thor-Filmen hat mir irgendwie gut gefallen. Also Thor Ragnarok gefällt mir auch wirklich echt gut und ich glaube auch, dass Thor 4 ein sehr spaßiger Marvel-Film sein wird. Ich denke, mehr will der auch nicht sein, deswegen muss man jetzt nicht so wirklich auf Cameos hoffen. So, ich erwarte einfach einen sehr spaßigen Film. Und jetzt der offizielle Trailer da. Und wie fand ich das? Ich fand es immer noch gut, aber der Teaser hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber nichtsdestotrotz, der Trailer mochte ich sehr, weil man hat den ersten Blick auf Jane Fosters Thor bekommen. Sie hat mir in den Trailer ehrlicherweise eigentlich recht gut gefallen. Ich hoffe mal, sie wird jetzt nicht die große Show von Thor stehen, was ja in letzter Zeit gemacht wurde. Vor allen Dingen bei den originalen 6 Avengers macht man das ja. Einmal mit Sam, der jetzt als Ersatz für Steve Rogers ist, als Captain America. Dann Ironheart als Ersatz für Tony Stark. Dann jetzt hier zum Beispiel der Editor. Er setzt jetzt, sollte, soll oder soll zumindest Thor, also gespielt von Chris Hemsworth, ersetzen. Dann ersetzt er noch Yelena Belova, Natasha Romanoff. Dann noch Jennifer Walters in Bruce Banner in She-Hulk. Und noch Kate Bishop in Hawkeye, halt statt Kent Barton. Und ich hoffe mal, dass die das hier etwas gut hinbekommen. Thor trotzdem den Fokus zu geben, statt auf Jane. So, das wäre mein, weil ich finde, Chris Hemsworth Thor ist immer noch Front and Center und das sollte auch meiner Meinung nach so bleiben. Zum Ende des Trailers haben wir zudem noch zum ersten Mal Zeus gesehen, gespielt von Russell Crowe, wo der ja Thor auszusehen so sein, nicht nur sein Mantel aussieht, sondern auch all sein ganzes Kostüm und der stand halt nackt vor der ganzen Versammlung. Und da muss ich sagen, das war ein richtig guter Trailer-Gang zum Ende des Trailers halt. Und ja, ich bin gespannt, wie so seine Rolle wird. So gehypt bin ich jetzt auch nicht, aber mal sehen, vielleicht wird er gut in diesem Film. Und außerdem haben wir noch den ersten Einblick zu Gore, the God Butcher gesehen, gespielt von Christian Bale und oh mein Gott, er könnte mal wieder ein richtig guter MCU-Schurke sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, Phase 4 kriegt es besser hin, meiner Meinung nach. Ich meine, wir hatten Agatha, die zumindest vom Acting her richtig gut war. Dann hatten wir noch Kang eingeführt, Loki, der war auch echt gut. Dann hatten wir Ben Wu, einen richtig starken MCU-Schurke in Shang-Chi. Den großartigen Willem Dafoe in Spider-Man No Way Home. Und ja, Mommy höchstpersönlich, Elizabeth Olsen in Doctor Strange No Multiverse of Madness. Und ich glaube auch, dass Christian Bale diese Reihe von Schurken gehören wird, die richtig gut sind in Phase 4. Ich bin gespannt, wie das so sein wird. Er erinnert mich so ein bisschen an Voldemort, nur dass er halt die Nase hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er ein richtig guter Schurke sein wird. Weil ich meine, es ist Christian Bale so. Ich meine, der nimmt nicht umsonst so eine Rolle an und ich glaube schon, dass er die Rolle rocken würde. Auch wenn vielleicht das nicht so hergibt. Ich meine, wir haben Christian Bale an Bord, der ein richtig starker Schauspieler, der aus dem Material mehr rausholt. Und ich glaube, das wird er auch in diesem Film tun. Und das war's mit der Trailer-Analyse zu Thor 4. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie ihr den Trailer so fandet. Den Film gibt es ab den 7.6., 6.7. in die deutschen Kinos. Ich will nicht sagen, ich bin sehr gehypt auf den Film, sondern ich bin gehypt auf den Film. Sehr gehypt würde ich nicht sagen. Aber trotzdem, ich gehe ins Kino und ich gucke mir den Film an. Falls es genauso bei euch ist, schreibt es in die Kommentare.
Und somit würde ich sagen, war es das mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.